Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo aus der Reihe Versichererargumente mit dem ewigen Klassiker begrenzte Zuwendungsmöglichkeiten. Die begrenzten Zuwendungsmöglichkeiten ist ja das pauschalste Urteil, das einer mit einem Hinweis auf den Paragraph 4d immer wieder bringt, und zwar immer falsch, immer mit Halbwahrheit und immer unzureichend und komplett verzerrt und alle Ebenen steuerlich, betriebswirtschaftlich, finanztechnisch komplett durcheinander geworfen. Mal hier die Ausführung von diesem Versicherer nach 4d Absatz 1 Nummer 1b ESTG sind Zuwendungen an pauschal dotierte Unterstützungskasse der Höhe nach begrenzt. Für Anwärter können 8 mal 25% der zugesagten Versorgungsleistung in die pauschal dotierte Unterstützungskasse eingebracht werden. Dies entspricht der zweifachen Jahresrente. Eine hundertprozentige Anwartschaftsfinanzierung ist demnach nicht möglich, da nur ein Reservepolster dotiert werden kann, das nur für ca. 20% des benötigten Versorgungskapitals ausreicht. Also da wirft man jetzt schon Rente, Kapital, komplett alles durcheinander und macht einfach Angst. Dann schreibt man noch, die Deckungslücke von ca. 80% kann erst steuerlich wirksam im Versorgungsfall der pauschal dotierten Unterstützungskasse vom Trägerunternehmen gemäß 4d Absatz 1 um 1a als Deckungskapital zugeführt werden. Das Deckungskapital wird dabei pauschal bestimmt. Es berechnet sich aus der Anlage 1 zum ESTG beigefügten Tabelle. Also muss man sagen, das ist zu einem kleinen Unternehmen gegangen, wo wir nur Kapital, also da ist die Tabelle totaler Blödsinn. Vergleiche vervielfältiger gemäß Anlage 1 und so weiter. Die Tabelle bestimmt in Abhängigkeit vom erreichten Alter des Leistungsempfängers einen Vervielfältiger, mit dem die jährliche Versorgungsleistung zu multiplizieren ist. Gerade bei den Kleinen machen ja wir regelmäßig Kapitalzahlungen, weil wir die wollen wir natürlich nicht in Renten belassen. Renten sind für große Unternehmen interessant. Dann schreiben Sie, der Vielfältiger basiert noch auf einem Rechnungszins von 5,5% und veralteten Sterbetafeln des Jahres 1949. Die Dotierungen sind daher aus heutiger Sicht unrealistisch niedrig. Darüber hinaus werden Zuwendungsmöglichkeiten gedeckelt, indem das tatsächliche Kassenvermögen auf das zulässige Kassenvermögen begrenzt wird. Alles irgendwo richtig, alles irgendwo Halbwahrheit. Eigentlich wird nur Angst produziert, wenn man das Ganze mal sortiert. Schaut schon ganz anders aus. Die Direktzusage, die rechnet übrigens noch einmal einen Zins von 6%, nicht einmal 5,5% wie die Unterstützungskasse. Wenn einer Renten berechnet, macht er das auch nicht mit Faktor 10, der hier zugrunde liegt und das Steuerrecht zugrunde liegt. Da rechnen wir schon lange mit 13, 14, 15, 16, 17 als wesentlich geringere Renten. Aber das sind alles Dinge, die werden hier ausgeblendet und so getan, als wenn sie es nicht geben würde. Und es ist auch so, hier wird wirklich mit Halbwahrheiten argumentiert. Richtig ist, dass die Dotierung auf 20% beschränkt ist. Aber es können natürlich nicht nur Dotierungen, zum Beispiel auch die Zinsen oder Mieten zugewendet werden. Und regelmäßig geben wir die Gelder raus und das ist auch der Sinn der Innenfinanzierung ans Trägerunternehmen. Und dann zahlt man auch Zinsen. Und man zahlt eigentlich auch ganz ordentliche Zinsen, weil es natürlich unbesicherte langfristige Darlehen sind. Für die wird auch jede Bank relativ hohe Zinsen nehmen. Und das ist natürlich auch Aufwand. Und die sieht man natürlich in unseren Hochrechnungen. Und da sieht man auch, dass sogar teilweise mehr als 100% zugewendet werden können. Aber die scheinen nicht zugewendet, sondern die scheinen dotiert. Und dotiert werden kann einfach nur 20%, am Anfang ganz schnell und ganz pauschal. Der Rest sind Zinsen. Und da komme ich oft auf 120 oder 140%. Und selbst wenn man nicht auf 100% kommen sollte, wäre zum Renteneintritt eine Nachdotierung möglich. Also das heißt, der Steuervorteil, der geht niemals verloren. Oder bei Kapitalzahlung, da zahle ich es halt auch neu nach, habe dann einen Steuervorteil. Der Steuervorteil geht ja nicht verloren. Es geht vielleicht nur eins verloren, der Steuervorteil steht ein bisschen später zur Verfügung und ich kann mit dem Steuervorteil jetzt nicht arbeiten. Aber das ist im Prinzip eine ganz klare Halbwahrheit, die hier verzerrt dargestellt wird. Das Entscheidende ist aber, selbst wenn gar keine Zuwendung möglich wäre, würde die Liquidität im Unternehmen bleiben und das ist im Vergleich zur Versicherung ein ganz entscheidender Vorteil. Das Ganze ist ja kein Steuersparmodell, so wird es ja weder angeboten, verkauft noch beraten, sondern gesagt, das ist versicherungsunabhängig, das Geld bleibt da. Und dann argumentiere ich falsch mit einem Steuervorteil. Steuervorteil ist
alles, was ich aufwende, wird steuerlich erst einmal geltend gemacht. Ob es jetzt am Anfang als Dotierung oder als Zins oder zum Schluss vielleicht als Nachschuss, es wird geltend gemacht, da geht nichts verloren. Und auch wenn man Kapitalanlage betreiben möchte, kann es immer in voller Höhe passieren. Ich kann jedes Monat die 100 Euro, die 100 Euro, die 100 Euro vom Mitarbeiter und vielleicht 50 Euro als Zuschuss einfach anlegen in ein Kapitalanlageprodukt, wenn ich das möchte. Ich muss da auf steuerliche Regelungen keine Rücksicht nehmen. Ob der Steuervorteil ein bisschen größer, ein bisschen geringer ist, ist in dem Fall egal. Ich habe den großen betriebswirtschaftlichen Vorteil Liquidität und Liquiditätsreserve. Also ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch andere Lehrvideos zu dem Thema noch. Die steuerliche Ausfinanzierung und die betriebswirtschaftliche und tatsächliche finanztechnische Ausfinanzierung zur Kongruenz. Da gibt es also verschiedene Lehrvideos. Das ist der zentrale, immer wieder gebrachte Totschlagargument. Nur 20% und das ist ja die Katastrophe. Nein, es bleibt alles im Unternehmen. Und es kann auch im Ergebnis alles steuerlich geltend gemacht werden. Das ist die Wahrheit. Man spricht hier nur von einer kleinen Nuance unter Umständen, dass ich irgendwas später steuerlich geltend machen kann und vielleicht einen ganz kleinen Zinsverlust habe auf den Steuervorteil. Mehr ist der Unterschied nicht, aber wird immer als generelles Totschlagargument aufgebaut, weil es auch ganz einfach ist und man nur auf das Gesetz zeigen muss. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos, insbesondere den Versicherer-Argumenten.